Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, hier gibt's ja Waffen. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach, beziehungsweise ich will hierhin, nach Nemora. Und suchen gerade den Weg dahin. Habe ich alles eingesammelt, was hier ist? Ein Messer liegt hier auch noch. Jetzt habe ich alles. So, und ich will mal gucken. Da ist eine dicke Mauer. Was ist denn das für eine Mauer? Ach, das ist Geldern. Ich wollte nach Nemora. Und jetzt komme ich in Geldern an. Darf ich hier einfach rein? Das ist ja eine richtige Festung. Wir sind in Geldern. Marius. Verdammt nochmal. Geht es etwa wieder nicht schnell genug? Dann kapiert ihr Idioten es endlich. Ich brauche meine Zeit, um die ganze Truppe hier zu versorgen. Du bist ein Feuermagier? Du bist ein Feuermagier. Das war ich mal. Jetzt bin ich der Koch für das gefräßige Söldnerpack. Jetzt sag bloß noch, du gehörst auch zu dem Verein. Ein Feuermagier sollte nicht fluchen. Wo sind die anderen Feuermagier? Wo sind die anderen Feuermagier? Sie sind auf der Suche nach den 12 Feuerkelchen der alten Magie in dem großen Kloster in Nordmar. Sie hoffen damit, den Paladinen ihre magischen Fähigkeiten wiederzugeben. Diese Kelche müssen gefunden werden. Das Kloster braucht jeden einzelnen davon. Hörst du? Okay, wo finde ich die Feuerkelche? Wo finde ich die Feuerkelche? Meine Studien der Geschichte von Geldern ergaben Aufschlüsse darüber. Demnach scheint es sicher, dass einer der Kelche in der Mine hier in Geldern zu finden ist. Ein weiterer, allerdings recht unsicherer Hinweis weist auf den Tempel von Geldern. Verstehe. Ah, okay. Ein Feuermagier sollte nicht fluchen. Wir sind die guten Manieren vergangen. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Verdammt nochmal. Okay, kannst du mir trotzdem die Kunst der Magie beibringen, obwohl du jetzt nur noch kochst? Warte. Ich sehe, du trägst immer noch deine Robe. Ja, in der Hoffnung, dass dieser Albtraum bald vorbei ist und wir Menschen wieder frei sind. Mit deiner Einstellung kommst du hier in der Stadt nicht weit. Was gibt es Schlimmeres, als hier Koch zu sein? Den Tod? Ich fürchte nicht den Tod. Ich werde kämpfen, wenn es soweit ist. Und es gibt hier viele in Geldern, die das so sehen wie ich. Glaube mir. Erzähl mir mehr über die Söldner. Die Söldner arbeiten für Gold. Gold von den Orks oder Gold von den Menschen. Das ist ihnen gleich. Das ist auch schon alles, was man über diese korrupten Typen wissen muss. Einer von ihnen hat sogar seine eigenen Leute getötet. Für Gold. Okay, Welcher Söldner tötet hier seine eigenen Leute? Sein Name ist Ivan. Er hatte immer schon eine große Fresse den Orks gegenüber. Er ist eher ein gottloser Bandit als ein Söldner. Momentan bewacht Ivan mit seinen Jungs eine Mine im Norden von Geldern. Okay, was muss ich tun, damit die Menschen dazu bringen, damit du die Menschen dazu bringst, gegen die Orks zu kämpfen? Ich muss wissen, ob die Schamanen einen der Feuerkelche in ihrem Tempel verwerten. Ich denke nicht, dass es so ist. Jedoch bereitet es mir trotzdem schlaflose Nächte. Rede mit Grog, dem obersten Schamanen, und vergewissere dich, dass sie keinen Feuerkelch haben. Erst dann werde ich dir helfen, die Menschen zur Revolte zu bewegen. Okay, kannst du mir trotzdem die Kunst der Magie beibringen? Obwohl du jetzt nur noch kochst? Na schön. Ich werd's versuchen. So, bring mir etwas über alte Magie. So, nee, das, nichts, was ich davon haben will.
Wollen wir mal gucken, was haben wir hier? Buchstände. Hier steht was über Alchemie. Alchemie plus 3 nochmal. Perfekt. Okay, also die erste Quest haben wir jetzt aufs Geldern. Briggs, Samuels linke Hand. Stürme ich nicht. Laris! Na endlich bewegst du auch mal deinen Arsch hierher. Hier steckst du also Laris. Hier steckst du also Laris. Wieder auf der Lauer nach fetter Beute? Tja, ein Dieb kann seine alten Gewohnheiten eben nicht so leicht ablegen. Ich hab da eine große Sache am Haken. Ich wette, das wird dich auch interessieren. Okay, wo gibt's hier was zu holen? Okay, wo gibt's hier was zu holen? Ich habe einen Job von einem reichen Assassinenhändler angenommen. Er sagt, dass die Schamanen im Tempel 6 sehr wertvolle Goldteller aufgestellt haben. Was kann denn schon? Die will er haben und ist bereit, eine verfluchte Menge Gold dafür abzudrücken. Okay, du bist ziemlich schnell verschwunden, nachdem wir mit dem Schiff hier angekommen sind. Ich habe nur die angreifenden Piraten vom Deck der Esmeralda aus gesehen und habe mich gleich verdrückt. Die offene Schlacht gegen Piraten ist mehr dein Ding. Ich halte mich lieber im Hintergrund, wie du weißt. Wer ist dieser Händler, für den du arbeitest? Ein reicher Assassin aus der Wüste. Uninteressanter Kerl. Aber er hat Gold. Verstehe. Kannst du meine Diebesfertigkeiten auffrischen? Klar, kann ich. Das weißt du doch. Okay, wie viel bringen die Goldteller erstmal? Wie viel bringen dir die Goldteller der Schamanen? Einen riesen Batzen Gold. Da ist genug für uns beide drin, mein Freund. Ich komme in den verdammten Tempel nicht rein. Aber ich weiß, dass du irgendwie alles bewerkstelligen kannst. Bring mir die 6 Goldteller und ich gebe dir dafür einen Haufen Goldmünzen. Wie hört sich das an? Klingt fair. Okay, bring mir erstmal was bei. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Rausreden will ich mal machen. Dazu bist du noch nicht bereit. Ein Diebespunkt. Okay, dann machen wir so. Gut. Und rausreden jetzt. Wie kann ich mich rausreden? Eine nützliche Sache, falls du mal Ärger mit den Wachen hast. Wichtig ist, dass du überzeugend rüberkommst. Also sprich mit fester Stimme und sieh dem Kerl direkt in die Augen. Dann behauptest du irgendwas. Aber sag bloß nicht, ich kann das erklären. Okay. Falschen könnten wir auch lernen. Wie viele verbliebene Lehrpunkte haben wir noch? 4. Zeig mir, wie ich andere niederschlagen kann. Meisterdieb, Taschendieb. Dazu bist du noch nicht bereit. Ah, okay. Niederschlagen wird nicht funzen. Taschendiebstähle. Den Taschendieb. Komm, machen wir auch mal Taschendiebstahl. Zeig mir den Taschendiebstahl. Das Wichtigste ist die Ablenkung. Verwickelt dein Opfer in ein Gespräch. Du glaubst gar nicht, wie schlampig einige Leute ihre Goldbeute verstauen. Oft kannst du sie ihnen einfach aus der Tasche ziehen. Ah, okay. Taschendiebstahl riskieren bei Laris? Nee, lassen wir. Bei Laris möchte ich das nicht machen. So, Orksöldner. Samuel. Sieh an, ein neues Gesicht in meiner Stadt. In deiner Stadt? Du Arbeit? Taschendiebstahl riskieren? Nee, wer bist du? Ich bin der Anführer der Söldner in Geldern. Mein Name ist Samuel. Was gibt es in Geldern zu tun? Geldern ist die Stadt der Minen und Artefaktsammler. Wir Söldner sind dazu abgestellt worden, die umliegenden Minen zu erschließen und zu sichern. Und ich kann dir sagen, dass es sich für uns immer gelohnt hat. Wenn du ehrliche Arbeit nicht scheust, kannst du hier einen guten Schnitt machen. Willst du mich im Kampf unterrichten? Zeig mir deine Ware. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Schildparade können wir. Umgang mit schweren Waffen. Nee, lassen wir erstmal. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hat er hier? Schwere Orksöldnerrüstung. Zweihänder, Langschwert. Ich kann ihm aber die Sachen hier verkaufen. Also das hier, die Dinger, die Knüppel, dann hier den Jagdbogen und die rostige Streitäxte. Dann hier Ring der Gesundheit. Und können wir die auch wegmachen? Was haben wir hier? Das Erz behalten wir. Den Goldpokal können wir wegmachen. Und das Messer.
Rohstahl haben wir auch wieder jede Menge. Goldausgleich. Hier gibt es niemanden. Guck mich aber auch alle so komisch an schon. Keinen Ärger, klar. Goldschild. Nee, ich lasse das erstmal. Waffenbündel nehme ich aber mit. Darf ich da rein? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Hier ist der nächste Ausgang. Orksöldner. Gunok. Hi. Du schaust mich an wie ein erfahrener Krieger. Selten so einen starken Blick bei eurem schwachen Volk gesehen. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich jage Droiden mit meinem Suchttrunk im Auftrag unseres Anführers, Grog. Man sagte mir, dass es im Süden ein Lager von Weitläufern geben soll. Dort hat sich einer von ihnen versteckt. Ein besonders hartnäckiges Exemplar. Sein Name sei Thorn, heißt es. Beim Rücksitzen wirst du den Droiden Thorn nicht erwischen. Beim Rumsitzen wirst du den Droiden Thorn nicht erwischen. Sei nicht so frech. Selbst wenn du ein Kämpfer bist, ich verspreche dir, dass du dich nicht mit mir messen willst. Also sei vorsichtig. Ich erledige den für dich. Ich erledige den Droiden Thorn für dich. Ha, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. So, töte den Droiden Thorn. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, Langbogen, Armeebogen, Kampfbogen, den hätte ich gerne. Aber, ja. Ich will mal ausprobieren, hier im Gespräch, das mit dem Taschendiebstahl. Zu schwer. Zu schwer. Okay, bei ihm ist zu schwer. So, wer ist das? Obsolten. Krieger. Wo willst du hin, Mora? Wer bist du noch? Wer bist du? Ich bin Nemrok. Ich kümmere mich um die Belange der Schamanen. Begegne ihnen mit Ehrfurcht, sonst wirst du meine Klinge spüren. Ich hoffe, wir verstehen uns. Was für ein Tempel ist das hier? Was für ein Tempel ist das hier? In diesen Hallen befindet sich der Hauptsitz der höchsten Würdenträger der Schamanen. Unser Anführer Grog regiert von hier aus die alte Alchemistenstadt Gelder. Erzähl mir was über Xardas. Erzähl mir was über Xardas. Der Magier kennt das Wirken der Götter. Er trägt das Wissen vieler Leben in sich. Er ist erwählt. Erwählt von Belia, seine Macht zu tragen. Naja, eigentlich hat er sich die Macht genommen. Wir suchen Artefakte. Mehr ist im Moment nicht wichtig. Lässt du mich jetzt zu eurem Anführer Grog? Nein! Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ah, okay. Ich riskiere nochmal. Zu schwer. Okay, der ist zu schwer. Mach dich nützlich, Mora. Also da darf ich noch nicht hin. Und das ist die Alchemistenstadt. Verschwinde! Okay. Elite-Söldner. Elite-Söldner. Ork-Söldner. Ork-Söldner. Krieger. Hier gibt's eine Pfeife. Ein Holzschild. Gibt's hier keine besseren Schilder? Dimitar. Du bist ein stolzer, starker Kämpfer, Fremder. Bist du auch gekommen, um Ruhm und Ehre in der Arena zu erlangen?
Warum kämpfst du in der Arena? Viele Menschen machen es, um bei Orks Ansehen zu erlangen. Nun, es verbessert in jedem Fall die Lebensumstände, wenn du verstehst, was ich meine. Warte mal, ich speichere einmal. Dann riskiere ich es auch bei ihm mal mit dem Taschendiebstahl. Zu schwer. Wie zu schwer? Gemba. Ziemlich beschämend, für eine Handvoll Ramsch zu kämpfen. Warum kämpfst du nicht in einer anderen Arena? Sei nicht so vorlaut, Mora. Wenn ich könnte, dann wäre ich schon lange weg. Und was meinst du mit Ramsch? In dieser Arena kämpfst du nur um Artefakte, Mora. Nichts Ehrenvolles, nur alter Kram aus längst vergessenen Zeiten. Nichts Ehrenvolles, wenn du mich fragst. Okay. Wie könnten wir deine Ehre wieder aufpolieren? Ich habe von einem Gottlosen gehört, der sich an einer unserer Minen vergriffen hat. Ein abtrünniger Söldner namens Ivan. Tod allen Verrätern! Zu schwer. Hula. Ach, mit dem hatten wir doch gerade, oder? Geredet? Ich glaube, Waffenbündel kann ich und darf ich einfach so rausnehmen, ne? Agena. Du siehst kräftig aus, Mora. Wie wär's mit einem kleinen Kämpfchen in meiner Arena? Würdest du mich im Kampf unterrichten? Okay, lass mich in der Arena kämpfen. Gut, dann steig in die Arena. Dimitar wird dein Gegner sein. Besiege Dimitar in der Arena. Speicher noch einmal. So, Dimitar wartet schon da. Komm her! Es geht um den Kampf. Jo, der hat mich erwischt. So, sein Schwert nehmen wir mit. Und alles andere von ihm. Wo ist sein Schild? Da ist nichts zu holen. Wo ist sein Schild? Er hatte doch gerade ein Schild gehabt. Was? Da, Schädelschild. Ah, er hat dasselbe Schild wie ich, oder wie? Wir sprechen uns noch. So, Dimitar. Wo ist er jetzt hin? Agena. Gut gekämpft, Mora. Ja, ich will einen guten Kämpfer. Sehr gut. Gembak wird dich in der Arena erwarten. Kämpft. Gembak? Ich speichere einmal vorher. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Mora. Ah, verdammt. Jo, jetzt hat er mich auch noch erwischt. So, nein. Das Falsche. So, nein! Jetzt muss ich nochmal laden. So, das war jetzt ein bisschen doof gelaufen. Ah, ne, warte, ich war ja nicht tot. Egal, jetzt haben wir geladen. Ich muss mir merken, wo ich jetzt... ich hatte das ja umsortiert gehabt mit den Dings. Mit den Heiltränken und so. So, okay. Den Kampf will ich aber trotzdem noch schaffen. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist. Mob.
Ah, verdammt. So. Nein! Alter. Der ist aber echt stark. Den will ich besiegen. Den schaffe ich doch noch, oder? Aber wenigstens sind die Arena-Kämpfe jetzt da. Ich fand es schade, dass in Gothic 1 keine Arena-Kämpfe gab, obwohl da eine Arena gab. Dass wir dann nur gegen zwei Leute kämpfen konnten. Und auch nur, um Sketti zu beeindrucken. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Mora! Ah, verdammt! Alter, was? Ich hab doch Schild gedrückt. Das wird noch ein Weilchen dauern hier. Aber den will ich jetzt besiegt haben. Oder es wird langsam Zeit, dass wir eine bessere Rüstung kriegen. Also ich schiele schon wirklich auf die Paladin-Rüstung, die im Redock zu holen gibt für, ich glaube, 160.000. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Mora! So, schnell hier hin. Heiltrank! Heiltrank! Hast du es gezeigt? Das ist echt schwer. Kann ich später gegen den nochmal antreten? Oder ich muss mich schlauer anstellen. Der ist aber auch echt stark. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist, Mora! Alter! Ich glaube, gegen den kämpfe ich jetzt erstmal nicht. Das werde ich nicht schaffen. Der ist zu stark und wir sind zu schwach gerüstet. Und haben zu schwache Waffen. Ich brauche erstmal bessere Waffen und eine bessere Rüstung. Und ich glaube auch vielleicht sogar mehr Stärke. Und diesen Ork-Schlechter-Bonus, den ich da habe. Beziehungsweise den ich kriegen kann. Also den hier meine ich, Ork-Töter. Der Held macht zusätzlichen Nahkampfschaden gegen Orks. Butch? Zu schwer. Warum ist es hier so dunkel? Hamel! Interesse an seltenen Artefakten, Fremder? Mein Name ist Hamel. Ich kann dir die besten und günstigsten Artefakte anbieten. Du bist Händler im Sklavenviertel? Du bist Händler im Sklavenviertel? Jeder tut, was er kann. Mein Los ist es, in den Sklavenloch festzustecken. Aber meine Ware ist trotzdem von allerbester Qualität. Woher bekommst du deine Artefakte? Ach, mal hierher, mal daher. Fällt immer mal wieder was ab in diesem Nest. Das heißt, du stiehlst es den Orks? Stehlen ist ein so hartes Wort. Wir Menschen sollten doch zusammenhalten, findest du nicht? Okay, zeig mir deinen Krempel. Schutz vor Zerschmettern und Schutz vor Klingen. Ich würde den wohl eher nehmen wollen. So, was kann ich ihm dafür anbieten? Ja, habe ich hier sonst noch? Das kann ich noch dazu anbieten. Und sonst der Rest ist...
Machen wir aus dem Rest Goldausgleich. So, dann würde ich das hier anziehen. Und das da verkaufen. Zeig mir deine Ware. So, hier. Speichere ich jetzt nochmal. Dann würde ich jetzt mal gucken. Vielleicht hilft das, dieses Amulett, gegen den Kamm. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist. Jo, das schaffen wir dieses Mal. Stärke nochmal plus 1. Das hat mir tatsächlich geholfen. Unglaublich. Gegen Gembak haben wir gewonnen. Ich glaube, mit Hilfe des Amuletts. Wenn er jetzt wieder aufsteht, spreche ich nochmal an. Nichts zu holen. Mein Schädel. Lass uns Ivan aufmischen. Mache ich gleich. Das war nicht schlecht. Du kämpfst gut, Morra. Aber Kulak ist immer noch Champion. Vergiss das nicht. Wer ist dein bester Mann? Wer ist dein bester Mann? Kulak ist ungeschlagener Meister in Geldern, Morra. Speicher noch einmal. Ich will Kulak. Na schön. Ich habe dich gewarnt. Ab mit euch in die Arena. Ja, wollte ich jetzt mal ausprobieren. Kulak. Jetzt kannst du zeigen. So. Alter. Nein! So, kurz hier hin. Nein, schnell! Mal laden. Wir hatten das gespeichert gehabt, aber wir können ihn besiegen. Der ist doch nicht so gut wie der vorherige. Der vorherige, der war schlimmer, fand ich. Ja, hier der Gombak oder wie hieß. Ich habe seinen Namen leider nicht gemerkt. So. Komm, lass noch mal gegen Kulak. Ich will Kulak. Na schön. Ich habe dich gewarnt. Ab mit euch in die Arena. Jo, mach ich. Besiege Kulak in der Arena. Am besten, du hältst dich da raus. Jetzt kannst du zeigen, was du wert bist. So. Oh, jetzt hat er... So, noch mal ein paar Meter weg. Ja, jetzt noch ein Schlag und dann ist er weg. Dann habe ich den. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Krusch Warrock. Ich habe den Champion besiegt. Nice. Das können wir speichern. Dann rede ich nochmal mit ihm. Mit Kulak.
So, komm. Kulak, stehst du auf? Du hattest Glück, Morra. Schon gut, Morra. Du bist der Bessere von uns beiden. Bist du jetzt zufrieden? Und jetzt geh. So, okay. So. Agena? Du bist ein verdammt guter Kämpfer. Willst du nicht für mich arbeiten? Ich soll für dich arbeiten? Ich soll für dich arbeiten? Ich würde es ja selbst erledigen. Aber es ist eine etwas heikle Angelegenheit. Mirzo, dieser eingebildete Mistkerl von einem Assassinen, verhöhnt mich schon seit Tagen. Jedes Mal, wenn er eine größere Lieferung bekommt, lagert er seinen Unrat direkt vor meiner Arena. Das macht er nur, um mich zu ärgern. Ich würde ihm zu gerne mal einen Denkzettel verpassen. Ich bin nicht dein Sklave, das machst du gefälligst selbst. Warum regelst du das nicht selbst? Warum regelst du das nicht selbst? Oder seid ihr Orks etwa nicht die Herren der Stadt? Seit wir Orks den Bund mit dem Wüstenvolk eingegangen sind, hat sich einiges verändert. Ich kann nicht einfach hingehen und dem Assassinen die Fresse polieren. Du bist ein Morra. Bei dir ist das was anderes. Komm, ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Gut, aber töte ihn nicht. Sonst hast du mehr Ärger am Hals, als du dir leisten kannst. Okay. Aber erstmal will ich mich um Ivan kümmern. Wo ist ein Gambok? Kulak. Hier, Gembak. Lass uns Ivan aufmischen. Lass uns Ivan aufmischen. Du hast mich ehrenvoll besiegt. Wir werden zusammen kämpfen. Der gottlose Söldner Ivan ist irgendwo im Norden von Gelder. Komm mit, ich zeig's dir. Okay, ich komm mit. Beziehungsweise auf Ort Essen. Jetzt wartet Gembak auf mich. Als wenn das so einfach wäre. So, nochmal was voran. Ich weiß nicht, jetzt nicht, wie stark der ist. Okay, der wartet aber auf, einfach auf mich. Ah, Ruckel. Ja, soll er sich um den da kümmern? Du hast es. Alter, ist das wirklich so schwach gegen... Das war schon alles? Alter, der war ja richtig schwach gegen den Goblin. So gefallen. Das war schon alles. So, looten. Knüppel. Ah, Ruckel. Hier will irgendwas angreifen. Da. Da ist noch ein Goblin. Der nervt gerade da oben. So, ordentlichen Heiltrank. So, helfen wir mal dem da. Ein guter Kampf. So. Erstmal looten, hallo. Gambak, warte. Hier gibt's noch Loot. Das ist wichtig. Hab ich den jetzt? Den habe ich jetzt gelootet. Holzschild.
Pfeil? Was hat er denn hier? Helle Bade? Achso. So. Jo, warte, ich, So, nochmal Heiltrank. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Schwert. Ivan. Ah, das ist Ivan. Ein guter Kampf. So. Da unten sind aber auch noch welche. So, Zauberwurzel. Okay, geht auch. So, Blutschilf. Hier liegt ja noch eine, noch ein Schwert. So, und noch mal ein bisschen was futtern. So, Mana-Pflanze. Heilwurzel. So, die beiden müssen wir ja auch noch. Na, warte, Bürschchen! Gombak? Kannst du helfen? Ich habe hier noch zwei. Der Kampf wird nicht lange dauern. Ah, verdammt. So, wo ist der andere? So, haben wir jetzt alle. Und ich bin fast am Arsch. So, den nehmen wir auch mit. Noch eine helle Bade. Ich wäre jetzt fast draufgegangen. So. Na komm, wir essen mal die anderen Dinger hier. Wäre, glaube ich, ein bisschen besser. So, hoppala. Was für ein Theater. Ivan ist tot. Ivan ist tot. Gut, dann werde ich weiter in der Arena kämpfen, bis ich wieder eine Gelegenheit bekomme. Ehre und Stärke, Mara. Leb wohl. Okay, nice. Haben wir erledigt. Gibt's hier Truhen oder sowas? So, mal gucken. Irgendwas, was man mitnehmen kann? Looten? Normalerweise müssten doch hier Truhen sein. So, Herrscherklaut, perfekt. Was gibt's denn da? Ich glaube, ich habe Silben gefunden. Ich gucke mal. Ja, da ist Silben. Aha, okay. So. Hier gibt es aber noch ein bisschen an Kräuter zum Mitnehmen. Deine Zähne gehören mir. Schafft er wohl. Bald wird es keinen mehr von euch geben. So, Goblin. Nehmen wir auch wieder mit. Wo ist der andere Goblin? Da.
Hier ist ja noch ein Herrscherkraut. Oder hat die den vorher nicht gelootet? Eisenhalm. Rostiges Schwert. Da geht's nach Sylden. Aha, okay. Morgentau und noch ein Ogerblatt. So, wir haben jetzt ein paar Plätzchen eingesammelt. Das erhöht Ausdauer, das erhöht Stärke. Kurz vor geschossen, maximal Ausdauer. So, was haben wir jetzt für Pflanzen bekommen? Maximale Lebensenergie nochmal plus 2, Herrscherkraut. So. Okay, mehr haben wir leider nicht, was Attribute erhöht. So, wer wollte was wegen Dingens hier nochmal wissen? Gnuck? Ich sollte Grog melden, dass du ein faules Schwein bist. So, Orksöldner, Krieger. Unsere Probleme kommen. Warte. Ach, Laris. Was kann denn schon was passieren? Schamane. Mach dir keinen Ärger, klar. Marius. Der gottlose Söldner Ivan ist tot. Der gottlose Söldner Ivan ist tot. Ich fand ihn im Norden mit einem üblen Haufen Banditen. Ich hatte schon darüber nachgedacht, mit ihm gemeinsam eine Revolte zu planen. Innos sei Dank, dass ich es unterlassen habe. Das Schwein wäre uns glatt in den Rücken gefallen. Hier, nimm ein paar Tränke. Ich könnte jetzt auch einen Schluck vertragen auf den Schock. Nice, nochmal ein paar Heiltränke bekommen. Perfekt. So, darf ich hier rein? Elitekrieger. Grimboy. Ich brauche Schwefel. 5 Stück. Ach was. Verarsch mich nicht, Mora. Bring mir Schwefel, sonst mache ich dir Beine. Aber lass dir nicht einfallen, die unbehandelten Schwefelbrocken anzuschleppen, klar? Okay. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier im Sortiment? Ja, okay. Ich verkaufe ihm die Dinger. Sonst habe ich hier auch noch ein paar schöne Waffen. Mal gucken, wie viel ich dafür kriege. Ich bin schon mal bei 1000. Hier habe ich nichts mehr, hier habe ich nichts. Hier müsste ich wieder was haben. Rohstein. So, den Rohbar. Goldausgleich. Hier ist ein Pult. Kann ich den lesen? Hier steht was über Alchemie. Nice. Was? Alter Alchemistenring. Mehr solcher Pulte, Bücherstände und so habe ich jetzt nicht hier, oder? Das hätte ich dir vorher sagen können. Okay, das ist nice, dass die damals schon so was animiert haben hier. Möglich ist alles. So, haben wir. Wir haben jetzt hier in Geldern sind wir, das Trelis. Geldern. Tötet den Druiden Thorn.
Heimir, der dreiste Artefakthändler unter den Sklaven. Apropos Hamil, kann ich dem was klauen, wenn ich den wiederfinde? Wo waren die Arena? Okay, das ist nice, dass die hier sowas wirklich hier gedacht haben, auch zu animieren. Wo waren die Arena jetzt nochmal? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Da darf ich, glaube ich, nicht rein. War es nicht hier? Ich finde die Arena nicht. Aber Geldern ist eigentlich relativ groß im Vergleich zu den anderen Städten, sage ich jetzt mal. Genau hier oben muss Hamil sein, ne? So, eifriger Sklave. Guck mal, ob die auch noch einen Namen haben. So, Hamil. Warte mal. Speichere einmal. Ich will mal was ausprobieren. 30 Gold erhalten. Erfahrung plus 10. Au! Oh. Es gibt Erfahrung, wenn wir Taschendiebstahl machen. Hör bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. Du solltest jetzt gehen. Schade, ich dachte, ich könnte das bei jedem machen. Das wäre schön gewesen, hätte ich das mit jedem machen können. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo schlafen kann. Ist ja eh schon dunkel. Bis zum nächsten Morgen kommen. Mir ist egal, wo ich penne. Hauptsache, hier ist ja eine Mine. Ja, hier richtig am Schleppen und alles. Wo kann ich hier das magische Erz finden? Und abbauen? Oder gibt es hier nur diese Goldbrocken? Ich glaube, hier kann man nur Gold. Ah, okay, ich kann hier nicht schürfen. Kümmer dich besser um deinen Kram. Ich habe nicht gelernt, wie man schürft. Aber das ist alles nur Gold, glaube ich, hier. Hier kann man nur nach unten gucken. Hier kann man auch nur nach unten gucken. Geh mal hier hin. Goldader. Ah, doch, ich kann schürfen. Kriege ich auch was? 2 Goldbrocken. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Aha, okay. Da ist auch nichts zu holen, glaube ich. Der ist schon leer. Da ist nichts mehr zu holen. Ah, okay, man kann nicht jeden. Okay. Was ist damit? Wo führt das hier hin?
Feuerkelch, ja. Ich würde das da mitnehmen wollen. Hallo. Lass mich das irgendwie mitnehmen. Da ist ein Schwert. Jetzt stecke ich hier fest. Wieso kann ich das nicht mitnehmen? So, noch mal reinzoomen. Ich glaube, das wird nichts. Okay, aber Feuerkelche haben wir gefunden. Wie viele Feuerkelche haben wir jetzt mittlerweile? Wo finden wir die? 4 von 12. Ein Drittel haben wir geschafft. Und hier soll noch einer sein. Wo geht's hier nochmal raus? Da. Da geht's raus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge mal weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.